270 Mitarbeiter, Angebote in mehr als 250 Städten in über 50 Ländern. Blacklane ist seit der Gründung 2011 rasant gewachsen. Wir sind eingestiegen, zusammen mit dem Gründer, und haben den Fahrer gefragt, wie ist es eigentlich, wenn man für Blacklane fährt? Ja, angenehmer und besser als Taxifahrer zuvor, die letzten 4 Jahre. Man hat keine Fahrgäste, auf die man beachten muss am Fahrbahnrand, die man aufnehmen muss. Man hat keine Bereitschaft mehr. Das Klientel ist mein Vielfaches angenehmer. Man kann seine Englischkenntnisse, da ja vorwiegend auch viel Englisch gesprochen wird, wieder aufbessern. Und alles im Allen verdient man natürlich auch ein bisschen mehr als Taxifahrer, was es dann natürlich auch ein bisschen interessanter macht. Ja, Promis hat man je nach Ausgangslage, wie man das beurteilen möchte, hat man in Vorständen von verschiedenen Großfirmen wie Mercedes zum Beispiel, Bayer, Siemens oder auch Rolls-Royce. Aber Promis, wenn sie jetzt vom Fernsehen und Kino sprechen, dann zum Beispiel auch sowas schon im Fahrzeug gehabt, ja. Wettbewerber wie Uber wollen ihre Fahrer mit Robotaxis überflüssig machen. Und wie sieht es da eigentlich bei Blacklane aus? Also das mit den autonomen Fahrzeugen wird sicherlich kommen, in manchen Ecken schneller als in anderen Ecken. Also uns geht es einfach um dieses Gesamtpaket und dort werden wir immer diesen Human Touch haben, auf den wir sehr viel mehr Wert legen als vielleicht andere. Uns kann man auch direkt im Callcenter anrufen und nicht nur einfach eine E-Mail schicken. Das ist so die eine Ecke in Bezug auf hochqualitativ ausgebildete und gute Fahrer und Partner. Das ist wie in jeder Industrie immer schwierig, die richtig Guten zu finden. Aber ich glaube, wir haben da mittlerweile einen ganz guten Dreh raus. Also bei Blacklane kommt es ja größtenteils darauf an, dass man A, erstmal ein gepflegtes Erscheinungsbild hat, B, dann das passende Fahrzeug dazu und nach Möglichkeit dann auch noch der englischen Sprache mächtig ist. Aber wir bedienen ja eben hauptsächlich auch Leute fernab ihrer Heimat. Also wir haben relativ viele Kunden, die aus, sagen wir mal, aus Amerika kommen oder aus Westeuropa, die dann eben dort in die Region fliegen und dort betreut werden von uns. Wenn man sich die ganze Reisekette anguckt, ist eben doch noch viel zu tun, das wirklich angenehm zu machen. Wenn man viel unterwegs ist, merkt man das, was das für ein Stressfaktor ist. Und da können wir einfach unseren Kunden noch sehr viel Mehrwert bieten über die nächsten Jahre. Wir haben eben auch in dem Bereich eine kleine Akquisition getätigt letztes Jahr. Mit dem Ziel eben, die Geschäftsreise angenehmer zu gestalten. Und das, kannst du nochmal genau sagen, was für ein Unternehmen das war? Das war ein Unternehmen, was sich um Concierge-Services an Flughäfen kümmert. Mhm. Und da kann man eben jetzt mittlerweile nicht nur in unseren 500 Airports, wo wir auch mit Blacklane im Transfer-Service unterwegs sind, im professionellen Fahrdienst unterwegs sind, sondern eben noch in deutlich mehr Flughäfen weltweit Dienstleistung in Anspruch nehmen, wo man direkt beim Flugzeug abgeholt wird und dann per Fast-Track-Integration über Security-Lines außen rum kommt und auch deutlich schneller dann eben durch den Flughafen durch ins Auto gelangt. Nun steht da auch Nachfrage nach grünen Antrieben. Ja, also Unternehmen legen da sehr viel Wert drauf. Wir machen da Kooperation mit Tesla und solchen Leuten, wo wir praktisch unseren Kunden Elektrofahrzeuge zur Verfügung stellen. Das Trinkgeld ist ja im Preis schon inbegriffen, aber es gibt manchmal schon den einen oder anderen Kunden, der dann ein kleines Trinkgeld noch außerhalb der Reihe gibt und sich dann für die angenehme Fahrt bedankt, für die nette Führung, wenn man zum Beispiel zum ersten Mal in Berlin war, dass man noch ein paar Hinweise geben konnte. Mensch, in Ihres Hotels finden Sie dann noch zum Beispiel das und das, Sie könnten das und das besuchen, ganz ans Herz legen würde ich Ihnen dies und jenes, und die bedanken sich dann halt mit einem kleinen Trinkgeld zum Beispiel. Ja.